Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und bewertet auf jeden Fall das Video. Oh, da ist Bufflus Haus. Aber Leute, heute bin ich ein Babysitter. Schaut mal, was ich für einen Brief bekommen habe. Brief von Ikiline. Und da steht drinne: Hallo Iki, kannst du bitte um 15 Uhr auf meine kleine Cousine aufpassen? Danke im Voraus. Ikiline und ein Herz. Oh, Ikiline ist so cool. Okay, ich muss um 15 Uhr auf ihre kleine Cousine aufpassen. Das mache ich doch gerne. Aber hey, Freunde, abonniert erstmal den Kanal hier, drückt danach auf das Glöckchen, damit ihr Teil der Ikiami werdet und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt auch ein liebes Kommentar, damit ich euch einblenden kann. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier einen Brief bekommen und um 15 Uhr müssen wir zu Ikilines Haus gehen und auf Baby Ikiline aufpassen. Aber so lange haben wir noch Freizeit und wir gehen jetzt erstmal zu Bufflo. Schaut mal, der hat hier einen neuen Baum eingepflanzt. Bufflo, Bufflo, was der so für Sachen macht. Hä? Ey, Iki, Iki, da bist du ja. Was los? Bitte auf Luki aufpassen. Ich muss ganz dringend wohin. Wie auf Luki aufpassen? Spielzeug? Ja, pass auf Luki auf, bitte. Ich muss ganz dringend wohin. Ich muss aber um 5. Yo! Was? Geht gerade ab! Er haut einfach ab. Da ist er und weg ist er. Oh Mann! Okay, scheinbar bin ich heute ein Doppelbabysitter. Oh nein, ist das etwa Luki versus Baby Ikiline Babysitter? Oh, oh, okay. Den Brief packen wir mal weg. Er hat mir hier drei Spielzeuge gegeben. Was ist das denn? Eine Lok, ein Spielzeugauto und eine Babyrakete. Okidoki. Dann gehen wir erstmal hoch, würde ich sagen. Hallo? Luki, da bist du ja! Iki, hallo da sein! Luki, ich soll auf dich aufpassen! Nö! Luki braucht kein Aufpassen! Luki kann alleine sein! Luki, Bufflo hat mir gesagt, ich soll aufpassen. Also passe ich auf dich auf! Tut mir leid! Komm mit, Luki, was hast du denn vor? Was willst du machen? Film gucken. Luki, du bist doch ein Baby. Wir gucken ganz bestimmt keinen Horrorfilm. Doch, Luki, Horrorfilm! Au, Luki! Pass auf, setz dich hin, Luki. Und ich mach jetzt was für dich an. Und zwar Nightmare Christmas. Das ist der Horrorfilm. Oh Gott, nee. Machen wir hier Star Wars an. So, zack, wir machen jetzt Star Wars für dich an. So, du guckst das jetzt. Ich mach dir erstmal etwas Schönes, Leckeres, Warmes zu essen. Hast du Hunger? Ja, essen! Okidoki, okidoki, dann machen wir ihm Essen. So, wir geben Luki am besten etwas Gesundes. So, Cola, gezuckertes Popcorn. Moment mal, wir holen die Sachen mal raus. Zack. So, dann wollen wir nochmal sehen. Hä? Wieso geht das nicht raus? So. Cola oder Milch? Was ist das gesündere Getränk, Leute? Ich glaube Milch. So. Die Cola machen wir wieder weg. Dann haben wir hier noch Popcorn oder eine Früchtebowl. Dann nehmen wir natürlich die Früchte. Die sind viel gesünder als Zuckerpopcorn. So, weg damit. Und weg damit. So, Luki, ich habe etwas Leckeres, Zauberhaftes für dich zu essen. Schau mal. Milch. Und Früchte. Luki will das nicht. Luki will Leckeres essen. Gib mir Leckeres essen. Luki, das ist richtig lecker. Milch ist voll gut für deine Knochen. Aber nicht zu viel davon trinken. Und Früchte. Hallo? Ein Apfel? Blaubeeren? Birne, Banane, Erdbeere, Heidelbeeren, Kirsche, Granatapfel, Trauben, alles so lecker! Luki wollen das nicht. Luki will Snickers. Luki, ist das gerade dein Ernst? Tut mir aber furchtbar leid, Luki. So wird das leider nichts. Du kommst jetzt erstmal kurz mit, Luki. Du bist heute echt komisch, Luki. Warum bist denn du so ein anstrengendes Baby heute? Komm mal mit. So. Hier im Kühlschrank ist das Essen. Wenn du Hunger hast, dann nimm auf jeden Fall die Früchte oder die Milch. Das andere bitte nicht. So,
Der ist aber heute echt anstrengend. Ich guck mal kurz die E-Mails an. So. Zack, zack. Passwort eingeben. Warte, Moment, was macht Luki da hinten? Luki haben Essen. Luki, was hast du da genommen? Die Cola und das Popcorn fehlen. Luki! Stehen geblieben! Luki, Luki, Luki! Ich weiß ganz genau, was du getan hast. Du bleib... stehen bleiben! Luki haben... gar nichts. Luki, wo ist die Creeper-Cola? Und wo ist das gezuckerte Popcorn? Das ist nichts für dich. Und da... da läuft ja gerade ein Horrorfilm! Luki, du bist heute... Luki? Gib mir sofort die Creeper-Cola zurück. Nö! Nö! Luki, dann gibt es für dich auch hier keine Spielzeuge. Siehst du die? Die hat mir Buffalo für dich gegeben. Und die bekommst du nicht, wenn du mir die Cola nicht zurückgibst. Luki, ich muss auf dich aufpassen. Du machst mir das Leben zur Hölle. Na los. Hier, nimm. Luki wollen dich, haben schon getrunken. Gib mir mal das Popcorn. Hab ich schon. Hier, kannst du haben. Gut, Luki. Dann spielen wir jetzt mit dem Spielzeug. So, komm her. Das ist eine Holzlok. Damit kannst du auf jeden Fall fahren. Aber pass auf, die ist ganz leicht gebrechlich. Macht die auf jeden Fall nicht kaputt. So, dann haben wir hier noch ein richtig cooles Raketending. Und ein Auto. Luki finden das langweilig. Luki haben Essen für Icky gemacht. Gucken, Icky, das sehr lecker sein. Was ist das denn? Ja, ja. Chili? Luki, warum trollst du mich denn so? Haha, Luki, du gibst mir einfach Chili? Alter, das war voll scharf. Oh, jetzt muss ich erstmal Milch trinken. Oh. Luki, du bist heute echt anstrengend. Das gibt es doch gar nicht. Du musst jetzt aufhören, so anstrengend. Moment mal. Hast du das gehört, Luki? Von unten kam ein Geräusch. Oh, oh, Leute. Da unten ist etwas. Luki, komm mit, ich hab Angst alleine. Oh, oh. Da! Da drinne. Leute, da drin ist ein Geräusch. Ich weiß nicht, was da abgeht. Okay. Oh. Hier sind schon mal Pew-Pews. Luki, du bleibst auf jeden Fall hier in Deckung. So, Leute, seid ihr bereit? Wir öffnen jetzt den unheimlichen Keller. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. 3, 2, 1. Wer will Eiscreme? Ah! Pass auf, Luki! Nimm dich in Sicherheit! Ich bin vergiftet! Und. Pschu! Pschu! Was willst du tun, Eismann? Du kannst dich. Luki, Vorsicht! Ich werde ihn einfach besiegen! Und. Ich hab ihn! Puh, das war ja was. Komm mit, Luki. Wie kommt denn der Eismann hierher? Oh, es ist 15 Uhr, Luki. Das war's. Du kannst wieder hochgehen. Ich glaube, Buffalo müsste jeden Moment wieder kommen. Oh, yeah. Du bist heute echt anstrengend. So anstrengend habe ich dich noch nie erlebt. So, dann müsste jetzt auch Buffalo jetzt aus der Tür hier kommen. Hey, Stop. Iki. Buffalo. Tut mir leid für... Du glaubst es nicht, wie anstrengend Luki heute war. Ich muss jetzt auf jeden Fall los. Bis zum nächsten Mal, Luki, Buffalo. Auf Luki werde ich echt nicht nochmal aufpassen. Das war wirklich super anstrengend. Ach, so anstrengend ist er doch gar nicht. Oh, doch. Bis zum nächsten Mal. Das war wirklich Tschüss. Ein anstrengendes Baby. 15 Uhr. So, da wären wir, Leute. Das Haus von Baby Ekeline. Klopf, klopf, klopf. Ist sie zu Hause? Da. Hallöchen, der Babysitter ist da. Und heute passen wir auf das 10.000 Euro Baby auf. Baby Ekeline. Okay. Wie geht's dir denn, Baby Ekeline? Hast du Hunger? Ja, Baby Ekeline haben gekocht. Schau mal. Was hast du denn gekocht? Oh, lecker Tomatensuppe.
cool. Hast du noch was anderes gekocht oder was anderes zu essen? Schau mal. Hamburger selber gemacht. Oh. Ein Zaubern-Style Breakfast mit Spiegelei, Bacon und so. Und Burger. Wow. Sind die so lecker wie bei McDonald's? Fast so lecker wie McDonald's. Aber nur fast. Oh, Bibi Igli, du bist ja ein richtiger Schatz. Bei Luki wollte er nur Zucker essen haben und Bibi Igli macht mir sogar Essen. Was für ein Unterschied. Krass. Lecker Schmecker. Oh, 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 oh. So, dann würde ich sagen, ich habe hier noch Spielsachen mit dabei. Ich weiß nicht, ob du die magst, aber hier sind die auf jeden Fall. Ein Spielzeughelikopter, ein Boot. Oh, du hast deine eigenen Spielsachen. Eine süße Puppe. Yeah. Und jetzt esse ich erstmal und ich schaue erstmal einen Film. Du kannst erstmal selber auf dich allein aufpassen? Ja, ich kann natürlich auf mich allein aufpassen. Ich brauch dich nicht, Icky. Aber Dankeschön. Oh mein Gott, sie ist perfekt. Krass. Ich muss wirklich gar nichts machen. Das ist richtig cool. So macht Babysitten richtig Spaß. So. Ah, jetzt kann ich hier in Ruhe Fernsehen und währenddessen... Oh, was macht sie? Sie spielt da. Baby Igline, wir müssen einkaufen fahren. Habe ich total vergessen. Ja, komm mit. Ich zeig dir was. Was denn? Oh, du willst, dass ich Auto fahre? Ich fahre ein Auto. Einsteigen. Baby Igline, lass mich mal lieber fahren. Du bist noch ein Baby. Komm, steig aus. So, Leute, dann zeige ich dir mal, wie man richtig Auto fährt. So. Jetzt fahren wir erstmal zu McDonald's. Wuhu! Und über die Brücke. Und hier rüber. Und nach links. Und wir sind gleich da. Weil du ein artiges Baby bist, gehen wir jetzt hier zu McDonald's. Juhu! McDonald's! So. Oh, ich habe gar keine Diamanten dabei. Wir können uns leider nichts kaufen. Das macht doch nichts. Ich bin das 10.000-Euro-Baby. Ich hab Diamanten. Oh, Baby-Igline, du bist perfekt. Oh mein Gott. Dann einmal den Cheeseburger und einmal den Big Mac. So, hier, bitteschön, für dich und für mich. Jiha! Oh, komm mit, wir fahren wieder zurück. So, und zack. Alle mal einsteigen. So, wir drehen uns einmal hier. Und rückwärts. Eieieiei, das ist echt anstrengend hier mit dem Auto. Und dann nach rechts fahren. Der fährt nicht nach rechts. So. Und let's go zurück! Wow! Wie cool das ist, Leute. Wir fahren einfach Auto. Oh nein! Ich bin falsch. Und zurück, 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 zurück. So, drehen. Und los geht's, wir Kinder. Wir fahren nach vorne zurück nach Hause. Hier lang. Wir Kinder, macht das Spaß? Und wir sind da, so gut wie. Oh, komm, wir steigen einfach hier aus, Baby Igline. Das ist mir zu wild. Komm, wir gehen nach Hause. Wir haben richtig leckere Burger. Du bist echt ein Schatz, Baby Igline. Leute, wie kann man nur so cool sein? Komm, wir gehen erstmal hier durch die Garage. Hehe, wer will Eiscreme? Ah, schau mal. Baby Igline, Vorsicht! Hier, nimm das hier, Baby Igline. Und wir feuern bei drei zusammen. Eins, zwei, drei. Drauf da! Und drauf! Wir haben ihn! In die Ecke mit dir! Und ja! Das war super! Komm mit! Oh, das war ja mal richtig cool. So, Tür zumachen. Alter, wo kommt der Eismann auf einmal her?
So, Leute, das war ein 1-Euro-Baby versus ein 10.000-Euro-Baby. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert den Kanal hier, drückt auch rechts daneben auf das Glöckchen, damit ihr Teil der Ikigami werdet und schaut doch unbedingt bei Buffalo vorbei, der lädt auch coole Videos hoch. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!